Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Könnte Tesla 2020 schon mehr verkaufen als Daimler, BMW oder Audi in der entsprechenden Klasse? Dann gibt es erste R-König-Bilder vom VW ID. Cross und bei Opel gibt es Stress zwischen Händler und Vertriebsorganisation, warum das für uns interessant ist und viele andere interessante Informationen gibt es heute im Nachrichtenüberblick. Kommen wir gleich zu einem interessanten Artikel von elektrif.net. Den habe ich euch rausgesucht und wie immer unter dem Video in der Beschreibungsbox den Link zu dem Artikel reingepackt, weil es darum geht, dass wenn man sich wirklich mal die einzelnen Fahrprofile anschaut, doch viel häufiger Elektroautos sinnvoll bzw. einsetzbar sind, als man vielleicht denkt. So hat die Stadt Flensburg einfach mal geschaut, wie sind die Fahrprofile des Fahrpools, den sie aktuell haben, und festgestellt, dass alle mit vorhandenen Elektroautos bereits abgedeckt werden können. Und dementsprechend haben sie sich verpflichtet, dass jedes Auto, was jetzt aussortiert, wird durch ein Elektroauto oder durch ein E-Bike ersetzt werden soll. Finde ich ganz interessant. Zeigt, in welche Richtung man hier gehen kann. Eine sehr gute Gesetzesinitiative von der Landesregierung Baden-Württemberg und der Bayerischen Staatsregierung zielt auf das Problem Mehrfamilienhäuser ab. Und zwar gibt es einen Gesetzentwurf, der dann im Mietrecht Folgendes klären soll, dass man zum Beispiel als Mieter den Anspruch darauf hat, auf eigene Kosten eine Lademöglichkeit für sein Elektroauto zu fordern oder wenn nicht, dass dann immer natürlich der Vermieter das auch auf eigene Kosten machen kann. Er hat hier nur die Möglichkeit auf sein Interesse an der unveränderten Erhaltung seines Gebäudes, wenn diese also überwiegt, Bezug zu nehmen und das abzuweisen. Das gleiche gilt für Mehrfamilien, also Eigentümergemeinschaften, wenn es dort bisher nicht einstimmig einen Beschluss gibt, um zum Beispiel eine Lademöglichkeit zu schaffen, kann das abgelehnt werden. Das ist in Zukunft nicht mehr. Da muss die Ladestation gestattet werden, solange natürlich derjenige, der die Lade, also die Wallbox anbringen möchte, die Kosten dafür trägt. Das ist genau das und darauf zielt auch diese Initiative hin, was erforderlich ist, um die Elektromobilität in eine größere Breite zu bringen, damit man immer zu Hause laden kann. So kommt man in den wirklich größten Genuss des Elektroautos, nämlich dass man immer mit einem vollen Akku startet und nicht mehr die Zeit damit verschwendet, zur Tankstelle zu fahren und den Tank mit Treibstoff zu füllen. Also insofern genau das Richtige. Ich finde es gut, dass jetzt hier zumindest ein Bundesland das schon mal vorantreibt und dementsprechend dann im Bundesrat, denke ich mal, auch irgendwann die das Gesetz umgesetzt wird. Gucken wir schon mal in die Zukunft und zwar habe ich hier die ersten Bilder von Autocar zum EQS, sozusagen der elektrischen S-Klasse von Mercedes. Schau dir einfach mal die Bilder an, das sind halt R-König-Bilder, aber man sieht schon mal ganz gut, in welche Richtung das gehen soll. Insgesamt sind wir hier alle so in der Region, die, ich sag mal, das Tesla Model S jetzt schon seit einigen Jahren als Akkugröße hat. 90 Kilowattstunden, eine Reichweite so um die 500 Kilometer. Das sind so die gängigen Größen von den Limousinen, die man in dieser Fahrzeuggröße dann erwarten kann. Auch vom VW ID. Cross gibt es von Carscoops hier erste Bilder. Und zwar sieht man auf den Bildern schon mal ganz gut die Proportionen, die auch ein bisschen anders sind als das bisherige Konzept. Und ich denke mal an den T-Roc erinnern und dementsprechend, das ist ja, glaube ich, mit eins der beliebtesten Autos gerade bei VW, sich dann auch entsprechend gut verkaufen lassen sollte. Das ganze Fahrzeug baut wieder auf der MEB-Plattform auf, das heißt die Fahrleistung, die Reichweiten, die Ladeleistung, die sind mit dem ID dann vergleichbar und dementsprechend interessant. Da hatte ich es in der Überschrift schon angekündigt, bei Opel gibt es Stress zwischen der Muttergesellschaft und den Händlern. Ich finde das insofern ganz interessant, deswegen habe ich hier euch von autohaus.de mal den Artikel rausgesucht, weil das ein grundsätzliches Problem zeigt.
Denn was ist der Hintergrund? Ganz einfach, Opel möchte seine CO2-Ziele erreichen. Wenn sie diese nicht erreichen, müssen sie Strafe zahlen. Und wer wird jetzt sozusagen hier in die Pflicht genommen? Nicht der Hersteller, der nicht ein wirklich großes Alternativangebot an Elektroautos oder Fahrzeugen mit weniger CO2-Ausstoß bietet, sondern die Händler. Die Händler sollen es jetzt richten und es ist natürlich für den einen oder anderen Händler wirklich eine existenzbedrohende Situation. Was ist der Hintergrund? Es gibt einen sogenannten Qualitätsfaktor. Das heißt, wenn ein Autohaus nicht eine bestimmte Quote erreicht beim Verkauf des Corsa E bzw. des Plug-in-Hybriden Grandland Hybrid, dann wird es keinen Qualitätsbonus bekommen. Ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig im Detail aus, wie das bei Opel sein wird, aber häufig ist es immer so, dass wenn man bestimmte Verkaufsziele nicht erreicht, dann kriegt man keinen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Rabatt, also sozusagen keine höheren Margen bei den Autos, die man verkaufen will, und dementsprechend sind die Einnahmen vom Autohaus geringer. Hier ist es zudem so, dass es eine Commercial Policy geben soll, die den CO2-Ausstoß dann in Monatszielen festhält. Das heißt, wenn der Händler jetzt zum Beispiel in dem einen Monat, sagen wir mal, zu viele Fahrzeuge mit viel CO2-Ausstoß verkauft hat, dann wird er dem Kunden sagen müssen, tut mir leid, ich kann dieses Auto dir jetzt nicht verkaufen. Du musst ein anderes Auto kaufen, sonst habe ich ein Problem. Oder er muss das eben halt über Rabatte bzw. Preisaufschläge eventuell sogar machen. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass man im nächsten Jahr dann beim Opel-Händler sehr gut verhandeln kann. Zum einen natürlich, wenn man ein Elektroauto haben möchte, zum anderen natürlich auch, wenn man dann ein kleineres Fahrzeug zum Beispiel mit geringerem CO2-Ausstoß nimmt. Das, was wir hier bei Opel sehen, ist insgesamt das Spannungsfeld, in dem sich die Autohersteller nächstes Jahr und in den nächsten Jahren bewegen werden. Denn letztendlich haben sie nur eine Möglichkeit, entweder ihr Produktportfolio komplett überarbeiten, da tun sich viele schwer, oder eben die Preisaufschläge an den Kunden weitergeben. Das ist natürlich auch nicht im Sinne der Kunden, wird aber dazu führen, dass der ein oder andere, der jetzt sagt, ja mein Gott, Elektroautos sind viel zu teuer, feststellen wird, dass eben halt das Auto mit Verbrennungsmotor, welches einen hohen CO2-Ausstoß hat, auch nicht mehr so günstig sein wird, beziehungsweise im ersten Schritt man eben halt keine Rabatte mehr dafür bekommt, weil der Opel-Händler zum Beispiel kein Interesse daran hat, einen Insignia mit einem großen Motor zu verkaufen, sondern lieber, wenn er schon einen Verbrenner verkaufen muss, dann eben halt einen mit einem kleinen Motor verkaufen will. Insgesamt ist hier natürlich auch wieder das Problem der falschen Einschätzung vorhanden, zumindest aus meiner Sicht, dass die Autohändler befürchten, dass die Nachfrage nicht groß genug sein wird nach dem Corsa E. Das denke ich nicht. Das ist nämlich ein sehr gutes Auto, wenn sich die bisher bekannten Daten in der Praxis dann auch bestätigen. Und insofern wird sich dieses Auto sehr gut verkaufen können. Allerdings ist es eben halt das einzige Elektroauto von Opel, was, ich sag mal, zum vernünftigen Preis verkauft wird, der Ampera E. Ist ja, glaube ich, sogar nur noch auf dem Papier vorhanden. Richtig verkauft wird er nicht mehr. Also ihr seht, hier ist richtig die Problematik am Hochkochen, die in den nächsten Jahren dann viele betreffen wird. Anders sieht es bei Tesla aus. Es gibt einen vom Politökonom Dr. Maximilian Holland für Clean Technica errechnete Studie, wann Tesla bezüglich der Verkaufszahlen die bisherigen Branchen Primus, ich hoffe, das war jetzt die richtige Formulierung, überholen wird. Und zwar geht es um die Verkäufe vom Model S, X, Y und 3, die er hier für die nächsten Jahre hochgerechnet hat. Und dementsprechend wird bereits im Jahr 2020 Tesla mehr Fahrzeuge in der entsprechenden Kategorie verkaufen als die genannten Daimler, Audi und BMW. Und hier sieht man das in der Grafik ganz schön, dass dann hier ab 2020 das so weitergeht. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass das alles ein Blick in die Glaskugel ist. Wir werden dann sehen, wie es wirklich kommt. Und Tesla hat ja auch noch wirklich einige sehr große Herausforderungen zu erfüllen. Dazu werde ich auch noch mal im anderen Video was sagen, sei es nun der Service oder eben halt auch die gesamte
Qualität, das gesamte Kundenerlebnis. Da muss also Tesla auch noch einiges machen. Aber nichtsdestotrotz sieht man, die etablierten Hersteller sind hier wirklich unter Druck und können, wenn es dann so eintritt, durchaus nächstes Jahr schon weniger verkaufen. In den entsprechend margen- und auch volumenstarken Bereichen, in denen Tesla jetzt hier auf den Markt gekommen ist. Zum Abschluss der Nachrichten habe ich auch noch mal ein paar Kurznachrichten zum Thema Tesla. Und zwar einfach der Vollständigkeit halber, wenn du einen erweiterten Autopilot gerade aktuell hast und ihn auf Full Self Driving erweitern möchtest, zahlst du nicht mehr 6.300, sondern nur noch 3.100. Dann hat Tesla ein Megapack vorgestellt, eine sehr große Stromspeichermöglichkeit. Und zwar hat dieses Pack 3 Megawattstunden Stromspeichermöglichkeit. Also das heißt, 3000 Kilowattstunden können dort gespeichert werden mit einer Leistung von 1500 Kilowattstunden, also 1,5 Megawatt wieder abgegeben werden. Warum ist das interessant? Zum einen natürlich, um die Energie aus erneuerbaren Energien wie Windkraft, Solar und so weiter zu speichern und dann ins Netz zu geben, wenn sie gebraucht wird. Zum anderen ist es natürlich auch sehr interessant, um zum Beispiel als Pufferspeicherung bei den Ladestationen zu arbeiten. Na, denn das ist ja auch immer die Frage, so nach dem Motto, was machen wir, wenn wir die LKWs elektrifizieren? Wie kriegen wir das hin, dass wir diese laden? Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man über den Tag dann solche Powerpacks mit Strom lädt und dann in der Nacht, wenn die LKW-Fahrer ihre Pause machen, dann den Strom wieder abgibt. Also hier ist richtig viel in Bewegung. Ich habe auch im Handelsblatt noch einen Artikel gelesen, den ich jetzt der Vollständigkeit halber hier nicht mit reingebracht habe, weil es einfach zu viel Information gewesen wäre, dass die Preise für Stromspeicher deutlich sinken und man davon ausgehen kann, dass sie immer attraktiver für die Stromversorgung, also für die Netzversorgung werden. Dann noch zwei weitere kurze Infos zu Tesla, und zwar soll im August, wir wissen, bei Tesla dauert das wahrscheinlich immer ein bisschen länger als man denkt, die Version 10 von dem Betriebssystem herauskommen. Die soll einige neue Spiele, Infotainment-Funktionen, also wie zum Beispiel Video-Streaming und einen deutlich verbesserten Autopilot haben. Einige Sachen sind nicht in jedem Autopilot enthalten, aber zum Beispiel, wenn man Full Self Driving hat, dann kann man Smart Summon machen, also das Auto herrufen und wegfahren lassen und dann auch entsprechend Ampel- und Stoppschilder werden erkannt. Ja, wann das genau kommt, wissen wir nicht, aber ihr habt schon mal gehört, V10 ist im Anmarsch, V9 gab es ja im September und leider sind noch bis heute nicht alle Verschlechterungen dieser Version ausgeräumt worden. Ich hoffe, dass dann mit V10 vielleicht das ein oder andere wiederkommt, was früher besser gewesen ist. Wir werden es sehen. Zum Abschluss nochmal was ganz Futuristisches. Ihr wisst, der Tesla Semi, also die Zugmaschine, soll demnächst kommen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Erste haben jetzt hier schon daraus ein Wohnmobil gemacht und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier sieht man die Pläne und so könnte das Wohnmobil dann aussehen, was natürlich die Wohnmobilfreunde interessiert es einfach die Reichweite, dass man dann hier zum Beispiel seine 800 Meilen, also rund 1000 Kilometer mit diesem Wohnmobil fahren kann, ohne nachladen zu müssen und dann natürlich entsprechend an den Supercharger, Megacharger, wie sie auch heißen, dann nachladen kann. Ja, soweit zu den heutigen News. Ein bisschen länger geworden. Es waren einige interessante Informationen, hoffe ich, für dich mit dabei. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare oder Korrekturen hast, schreib sie einfach unter das Video. Ich freue mich darüber, wenn du das Video teilst. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du mein Abonnent wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto im Point of Interest. Wichtig ist, dass du die Benachrichtigung einstellst. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.